Ich bin Marlon Schmidt, ja? Ja, der ist am Telefon. Guten Abend. Leider sind Sie nicht qualifiziert. Habe ich jetzt nicht verstanden, da sind zwei Stimmen. So. Das ist gerade das Fernseh, das war das Fernsehgerät, ich entschuldige mich. Okay, machen Sie einen Scherz mit mir oder wie jetzt? Da war der Fernseher im Hintergrund, ich habe ihn ausgemacht. Bei Ihnen ist es auch nicht gerade leise. Das ist ein Callcenter. Wenn Sie ein bisschen logisch denken, wissen Sie, dass da Stimmen auch andere Stimmen sind. Ja, das lässt sich aber durch die vernünftige Technik vermeiden. Das können Sie jetzt ja nicht mit zum Vorwurf machen, dass es bei Ihnen ja, los. Wir... Kann ich... Welche Technik brauche ich, damit das nicht so laut ist, sagen Sie mir, dann kaufe ich das. Naja, ich kenne es, sag ich mal, ich bin im Bereich der Musik unterwegs. Wenn wir Aufnahmen machen, dann gibt es Headsets und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung. Oh, okay, dann sagen Sie mir, welches Headset soll ich kaufen? Das Sennheiser GSP 600 ist äußerst empfehlenswert. Okay. Und wie viel kostet das? Schon die 300 Euro. Und Sie denken wirklich, dass wir jetzt für alle die Kunden, die Kollegen, die hier arbeiten sollten, jetzt ein Headset von 300 Euro kaufen? Selbstverständlich. Das ist, Sie können das doch von der Steuer nicht, absetzen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Dann schreiben Sie einen Support, was Sie ein Problem haben, wenn das schreiben Sie da das Headset, was Sie kaufen sollen, und vielleicht bekommen wir das auch. So, Sie sind jetzt gerade online und Sie haben sich registriert für den Online-Handel. Ist das richtig? Ganz genau. Wie gesagt, ich bin Ihr persönlicher Kundenbetreuer. Ich helfe Ihnen dabei, das Handelskonto herzustellen und zu aktivieren, wenn es auch in Ihrem Interesse ist. Ja? Selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Möglichkeit. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen etwas intensiver reingelesen in die Thematik und würde mich gerne noch mal ein bisschen detaillierter informieren, wie da die Profite zustande kommen und in welchem Umfang ich damit rechnen könnte, da schon mal etwas Geld zu verdienen. Oh, okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, bin ich jetzt auf Lautsprecher, denn ich höre mich so 2 Kilometer entfernt. Nochmal, ich habe Sie dann akustisch nicht verstanden. Bin ich jetzt auf Lautsprecher? Ich habe Sie gefragt, ob ich auf Lautsprecher bin, denn ich höre mich selber so in den Hörer. Nein, ich telefoniere mit meinem Haustelefon. Mit dem Haustelefon? Ja. Okay, ich hab mich nochmal selber gehört, aber kein Problem. Stört mich nicht. So, sagen Sie mir bitte zuerst mal, ich muss Sie ganz kurz qualifizieren, damit Sie auch weiter fortfahren können. Sagen Sie mir bitte zuerst mal, wie jung sind Sie, Herr Schmidt? Ich bin 42. 42. Nicht mehr so jung, aber kein Problem. So, sagen Sie mir bitte zuerst mal, was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Tontechniker. Tontechniker sind Sie. Okay. Ja, das mit den Headsets ist kein Spaß gewesen. Das ist berufliche Expertise, die ich Ihnen da habe zuteil werden lassen. Aber wie gesagt, kann ich leider nicht ändern. Das ist kein Problem. Ich wollte Ihnen nur den Rat das gegeben haben. Das ist einfach so. Okay, danke für den Rat, aber kann ich leider nicht ändern. Jedes Callcenter in der Welt wird keine 300 Euro für ein Headset einfach Geld geben. Darum, naja, wenn ich mit meiner Bank mit der Telekom telefoniere, da habe ich nie noch nie so eine Geräuschkulisse erlebt, wie ich sie bei Ihnen antreffe. Wissen Sie, die Banker sind nicht in einem Callcenter. Die Banker arbeiten normal in einem Raum. Und die haben kein Callcenter von 10 bis 15 Leute da. Das ist nicht das mit der Bank. Verwechseln nicht die Bank und ein normales Callcenter für Online-Handel. Das sind zwei verschiedene Sachen. So viele Personen arbeiten bei Ihnen. Das ist dann natürlich eine Erklärung. Genau. Wissen Sie auch, wie das alles abläuft. Wie gesagt. So. Sagen Sie mir, Sie sind Tontechniker. Sagen Sie mir bitte, das brauche ich einfach als Bestätigung. 1.700 Euro monatliches Einkommen ungefähr. Haben Sie das, brauche ich als Bestätigung bitte? Ich habe Sie leider akustisch gerade nicht verstanden. Können Sie das bitte einmal wiederholen? So, wieso? Ist mein Deutsch schlecht, oder? Akustisch, das hat nichts mit Ihrer Sprache zu tun. Da war ein Knacken in der Leitung.
Okay, so wie gesagt, ich brauche nur eine Bestätigung, dass Sie ungefähr 1700 Euro monatliches Einkommen haben. Nur als Bestätigung brauche ich. Das ist kein Problem. Kein Problem, okay. Und sagen Sie mir, was ist Ihr Staatskapital? Wie viel möchten Sie denn anfangen jetzt? Das würde ich davon abhängig machen, wie hoch die Profitchancen bei Ihnen sind. Was kann ich mir denn prozentual in etwa vorstellen, auf einen Monat, auf ein Jahr gerechnet? Kann ich nicht sagen, denn wie soll ich Ihnen das sagen, wenn sich der Markt 24 Stunden bewegt? Wenn das sich 24 Stunden ändert, kann ich ihm nicht sagen, wie viel sie in einem Jahr oder einem Monat verdienen. Das ist nicht professionell von meiner Seite, dass ich ihm jetzt genau sage, wie viel sie verdienen können. Ja, das ich kann ihm nur bewusst sagen, dass Klienten... Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass Sie zu mir sagen 7,359%, sondern eine grobe Nummer, dass ich in etwa weiß, auf was ich mich einlasse. Was ich ihm sagen kann nur, ist, dass Klienten, die sich registrieren und ein Handelskonto aufmachen, den Betrag potenziell verdoppeln oder verdreifachen. Das kann ich Ihnen nur als den Kundenbetreuer sagen. Das ist eine Information, sowas wollte ich hören. Das ist sehr gut. Super. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Das Minimum ist 200 Euro. Vermutlich mal möchten Sie mit dem Minimum starten. Also ich hatte eigentlich gedacht, gerade im Rahmen mit Corona, wir dürfen jetzt ja auch alle schon länger nicht mehr vernünftig arbeiten, wollte ich mir gerne eine kleine Sicherheit scheinbar erwirtschaften. Weiß ich, sagt man erwirtschaften in diesem Zusammenhang. Ich hatte das im Bereich von 3.000, 4.000 hatte ich mir überlegt. Vorausgesetzt natürlich die Konditionen stimmen. Das ist natürlich das Wichtigste. 3.000. 4.000, okay. Und mit diesen 3.000, 4.000, wie haben Sie gedacht, diese Einzahlung zu tätigen? Mit einer Visa-Karte, Mastercard oder PayPal, zufällig? Nun, da werde ich mich nach Ihnen richten. Da sind mir, sag ich mal, sämtliche Möglichkeiten gegeben. Für mich wäre jetzt, sag ich mal, okay, dann am Ende, wenn der Einzahlung kommt, können Sie... Für mich wäre erst einmal relevant, wie da diese Profite denn zustande kommen. Habe ich das ist ja diese Kryptowährungsgeschichte, von der man immer liest. Okay, da sind Sie auch hier richtig. Aber was sind jetzt Ihre Fragen, damit Sie jetzt weiter fortfahren können? Wie gesagt, sind Sie jetzt noch ein Laptop oder PC dabei, damit wir auch weitergehen können? Na ja, mein Rechner, der steht im Arbeitszimmer. Benötige ich jetzt meinen Rechner für die weiteren Schritte? Sie können das doch mit Handy bearbeiten, aber es ist sehr wichtig, dass Sie für später auch vielleicht einen PC haben. So, nein, das PC wäre mir das deutlich lieber. Die Anzeigefunktion auf dem Telefon ist größentechnisch doch sehr beschränkt. Dann warte ich jetzt auf Sie da, damit Sie jetzt zu einem PC gehen, ja? Ja, einen Moment. So. Sprachen, sind Sie noch da, junger Mann? Ja, ich bin noch da. Vielleicht, ich habe für Sie einfach... Ja, bitte. Nochmal? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich habe gesagt, ich habe Sie nur auf stumm gesetzt, auf Mute, damit Sie nicht die Stimme hören können, ja, damit Sie das nicht verärgert. Ja, gut. Nun sagten Sie eben, es ist eine potenzielle Verdopplung möglich. Sprachen wir da von einem Zeitraum eines Jahres? Ja, genau. Ich habe Ihnen gesagt, 2 bis 3 Wochen. Wochen? Ja, genau. Das habe ich vorhin nicht verstanden gehabt. Das macht die Sache natürlich noch deutlich interessanter. Oh, kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie 3 bis 4.000 Euro Investitionen machen möchten, ja, haben Sie da auch einen Algorithmus dabei, dass Sie diese Summe, für 2.500 bekommen Sie einen Algorithmus, das heißt Mirror Trader auf das Handelskonto. Was bedeutet Mirror Trader? Mirror Trader kopiert alle offenen Handelspositionen von den besten Partner und Trader dieses Unternehmens und kopiert das auf Ihr Handelskonto. Und dann haben Sie die besten Trades eröffnet von den besten Trader. Für 10.000 Euro eine Investition von 10.000 Euro, bekommen Sie einen Algorithmus, das heißt Robux. Dieses Algorithmus wird automatisch für Sie Handelspositionen öffnen und schließen und Sie müssen gar nichts machen. Verstehen Sie mich? Das ist quasi wie wenn ich meinen Computer dazu anweise, dass er eine Tondatei nachbearbeiten soll. Dann macht der Computer alles.
Ja, genau, das heißt Robux. Ja, das bekommen Sie für eine Investition von 10.000 Euro und für 2.500 bekommen Sie das Mirror Trader. Sie möchten mit 3.000, 4.000 anfangen. Für weitere Informationen auch erklärt Ihnen nochmal der Fachexperte, was Sie da auch bekommen. Aber wie gesagt, Mirror Trader ist ein Algorithmus, das alle Trades kopiert von den besten Trader des Unternehmens und setzt auf Ihr Handelskonto. So, damit Sie nur das wissen, dass Sie das auch bekommen. So, sagen Sie mir bitte zuerst mal, damit Sie jetzt weiter fortfahren, schicke ich Ihnen jetzt 3 E-Mails für die Anmelde. Sie können jetzt direkt bitte auf Ihr Posteingang gehen. 3 Stück. Das schicke ich Ihnen in einer Sekunde. 3 Stück sollten ankommen. Einen Moment bitte. Ich hoffe, das funktioniert. Vodafone ist heute unglaublich angekommen. Unzuverlässig gewesen. Ich hatte heute mehrere Unterbrechungen von einer halben, dreiviertel Stunde in der Internetverbindung. Okay, wie gesagt, das hängt von diesem Vodafone ab, aber wenn Sie auf dem PC sind und normal mit WLAN verbunden sind oder mit einem Kabel, Netzkabel, sollten jetzt die E-Mails da sein, sollten 3 E-Mails sein, sollte eine von diesen 3 sein, willkommen bei EuropeFX. Zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nichts angekommen. Dann dauert das sicherlich noch einen kleinen Moment. Sie können auch, ich überprüfe dann ganz kurz die E-Mail-Adresse, die Sie angegeben haben. Vielleicht haben Sie irgendwo einen Tippfehler gemacht. Das kann passieren. Die E-Mail, die ich hier habe, ist Dulalelu 586 plus F8. Ja. @gmail.com. Das ist richtig. Da sollten 3 E-Mails sein auf diese E-Mail. Ich werde mein Netzwerkerforscher noch einmal neu starten, in der Hoffnung, dass das Problem damit dann behoben ist. Ansonsten versuche ich es mit dem Firefox noch einmal. Kein Problem, ich bin an der Leitung. Ich liebe diese Technik. Sie ist Fluch und Segen zugleich, sage ich immer zu Fegelein. Ja, alles klar, kein Problem. Wie gesagt, ich bin an der Leitung. Wie lange gehen Sie dieser Tätigkeit schon nach, Junge? Wie meinen Sie, wie lange arbeite ich hier auf dieser Position? Richtig, das ist meine Frage. So seit circa 2 Jahren ungefähr. Das ist eine lange Zeit. Man hört, dass Sie in der Zeit viel aufgeschnappt haben. Sie hören sich sehr überzeugend an. Wie gesagt, ich arbeite seit 2 Jahren so ungefähr. Kann ich nicht sagen, dass ich so viel professionell bin, aber wie gesagt, einige Sachen weiß ich und als Kundenbetreuer mache ich einen guten Job. Der Meinung bin ich auch. So, ich habe hier scheinbar 3 E-Mails von Ihnen bekommen. 3 E-Post-Nachrichten. Live-Trading-Konto, okay. Willkommen und Ihr neues Demo-Konto. Willkommens-E-Mail, super. Können Sie diese E-Mail bitte öffnen, ja? Das Willkommen, ja? Ja, genau, das Willkommen. Jawohl. Wenn Sie nach unten scrollen, sollten Sie einen Bereich sehen, Benutzername und Passwort. Ja, das kann ich sehen. Okay, dieses Passwort, das Sie da sehen, können Sie ganz genau bitte notieren. Das brauchen wir für die Anmelde. Wie es auch da steht, bitte ganz genau notieren mit großen. Nicht ausdrücken, einfach irgendwo notieren, das brauchen wir nur für die Anmelde. Gut, einen Moment bitte. Ich schreibe mir das eben auf. Ich habe nur meine Brille irgendwo liegen lassen, das ist gerade wirklich schrecklich. Okay. So. Ich nehme an, dann soll ich mich auf Ihrer Seite anmelden? Zuerst mal haben Sie das Passwort notiert, vermute ich mal, ja? Ich habe das notiert, ja. Okay, dann können Sie auf Zugangslink jetzt klicken. Das ist direkt unter diesem Passwort, das Sie da sehen. Ja. Okay, jetzt sollten Sie die Anmeldeseite geben. So schrecklich langsam heute, das geht mir so auf die Nerven. Okay, ganz langsam einfach, wir.
Nein, das ist halt, ich hatte heute mehrere Zoom-Calls, denen ich stattfinden konnte, weil die Verbindung hier so schrecklich ist. Ich habe mich auch schon mit der technischen Abteilung kurz geschlossen, aber es ist zum Heulen. Okay, haben Sie zufällig eine andere WLAN-Verbindung, vielleicht zufällig oder? Leider nicht. Sonst würde ich sie nutzen. Okay. Aber jetzt scheint das Haben Sie besser zu zufällig auch diesen funktionieren. Zugangslink? Okay, wir sehen jetzt eine Anmeldeseite, wo Sie zwei Felder sehen. Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Okay, aber was sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm? Nun, ich bin hier auf diesen Zugangsverweis gegangen und habe dort meine Daten eingetragen. Jetzt steht, um mit Ihrer Einschaltung Okay, E-Mail-Adresse und das vorzugreifen, geben Passwort. Sie Ihre Daten, Ihre Informationen ein. Klicken Sie auf Fortfahren und dann sollten Sie persönlichen Angaben sehen. Zuerst mal Jawohl. sollten Sie Vorname und Nachname bitte ausfüllen, ja? Jawohl. Ach, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Ich dachte gerade, die Verbindung wäre schon wieder unterbrochen. Nein, 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 kein Problem. Alles ist okay. Nur sagen Sie mir bitte Vorname und Nachname zuerst mal ausfüllen, bitte. Jawohl. Bei der Reisepassnummer brauchen Sie jetzt nicht genau da die Reisepassnummer einzutippen. Da können Sie nur 1, 2, 3, 4 eintippen, damit Sie das nicht leer lassen. Und Führerscheinnummer können Sie leer lassen. Wozu Bitte, ja? brauchen Sie denn die Reisepassnummer? Das ist ja keine Das Reisetätigkeit. ist einfach nur, wie gesagt, es gibt keine Reisetätigkeit, aber das sind die persönlichen Angaben, wo Sie das immer ausfüllen. Aber wie gesagt, das brauchen Sie nicht jetzt, darum da nur 1, 2, 3, 4 eintippen. Wenn Sie das brauchen, sage ich ihm das, aber das brauchen Sie jetzt nicht. Wozu Wie könnte ich das gesagt, denn 1, 2, brauchen? 3, Also, 4. bisher hat mich noch nie eine Firma, mit der ich geschäftliche Beziehungen pflege, nach meiner Reisepassnummer gefragt. Das ist wie Reisepassnummer ist wie die ID-Nummer, die Sie haben auf Ihrem persönlichen Ausweis, ja? Und diese ID-Nummer für das persönlichen Ausweis brauchen Sie, damit Sie Ihre Identität bestätigen. Wenn Sie später die Auszahlung tätigen, müssen wir auch wissen, wer die Auszahlung macht. Nicht so einfach den Auftrag machen, anonym. Verstehen Sie? Ich verstehe, das ist sowas wie ein fernmündliches Postident-Verfahren. Sehr klug gemacht. Oder einfach eine Identitätsbestätigung. Ich verstehe. So, Geburtstag ist ja selbsterklärend. Ja, genau. Geburtsdatum ausfüllen. Auf die Ablaufdatum, was ist die Gerichtscode, die dreistellige Code da? So. Und unten muss ich noch auf Bestätigen drücken und dann auf Aktualisieren. Okay. Sie haben noch nicht vollständige Anschrift, wo Sie Postleitzahl, Adresse, Hausnummer, Stadt haben. Ja, Das sind das die habe ich Felder, die Sie auch eingetragen. verfügbar Das habe ich hier. Ich habe hier ein Programm, das sowas automatisch für mich Okay, eintragen. Sie haben ein leeres Kästchen, das Sie ankreuzen sollen. Ja, da Und müssen wir dann da klicken einmal Sie auf schauen. Ich Aktualisieren. habe die Informationen in der rechtlichen Dokumentation. Da können Sie mir sicher erklären, was da drin steht. Kann ich ihm jetzt, was meinen Sie nochmal? Lesen Sie mir das durch. Ich weiß nicht, Na, was Sie hier genau steht, ich habe meinen. die Informationen der rechtlichen Dokumente zur Kenntnis genommen und akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das müssen Sie ja mit mir einmal durchgehen. Wie gesagt, diese rechtlichen Dokumente gehen Sie durch mit den Compliance, die Sie später anrufen, wenn die Mit Einzahlung wem? durchkommt. Mit wem Wie soll gesagt, ich mich da mit der unterhalten? Compliance. Was bedeutet Die das? Compliance. Compliance ist Leute, die Sie anrufen nach der Einzahlung, zuerst mal nochmal die Identität zu bestätigen per Telefon und dann gehen Sie alle rechtlichen Dokumente mit der Compliance durch. Verstehen Sie Ich mich? verstehe. Ich als Kundenbetreuer kann ich nicht jetzt alles mit Ihnen durchkommen, denn wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt oder so etwas, damit ich das mit Ihnen durchkommen soll, ja? Ja, gut. Und das steht jetzt, Ihr Konto ist ausstehend, da Ihre Identität noch nicht verifiziert ist. Ist Ihr Handelskonto Das habe ich ausstehend und kann gewissen Einschränkungen unterliegen. Da sind wir ja durch die Werbung im Okay, das beachten Sie. Ausfall Ja,
das beachten Sie bitte nicht und das klicken Sie nicht, denn das machen Sie mit der Compliance später. Das habe ich ihm schon gesagt. Damit bestätigen Sie später mit der Compliance nur ganz kurz telefonisch Ihre Identität und das alles. Darum bitte jetzt unter den sollten Sie, bitte beantworten Sie folgende Fragen stehen, wo die erste Frage Kontowährung ist. Da sehen Sie das vielleicht. Das kann ich sehen, ja. Das ist ja der Euro. Bei der Kontowährung könnte zuerst mal Euro auswählen. Ja. Dann haben wir den Hebel. Bei der Hebel können Sie 1 zu 30 auswählen, bitte. Was bedeutet das? Hebel ist die Kaufkraft, die Sie auf Ihr Handelskonto haben. Ja? Mit diesem 1 zu 30 Hebel haben Sie eine 30-fache Kaufkraft, wenn Sie eine Handelsposition eröffnen. Das ist, haben Sie immer auf Ihr Handelskonto, wie gesagt. Das können Sie nutzen, aber müssen Sie nicht. Das ist nur, damit Sie mit weniger Geld eine größere Handelsposition eröffnen können. Das, wie gesagt, eine 30-fache Kaufkraft, die Sie haben. Haben Sie da mal ein einfaches Rechenbeispiel für mich? Ich habe nicht ganz verstanden, wie Sie das meinen. Kann ich ihm nennen. Sie haben jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so, in diesem Fall haben Sie 3.000 Euro investiert. Und diese 3.000 Euro haben Sie auf Ihr Handelskonto. Richtig. Sie nicht, ja? Richtig. Sie nehmen eine kleine Portion von diesen 3.000. Nehmen wir mal an, Sie nehmen 500 Euro, ja? Ja, 500. 500 Euro haben Sie auf eine Handelsposition gesetzt. Sie möchten diese Handelsposition noch mehr Kraft geben, so gesagt, als sie größer ist. Und Sie möchten diesen Hebel nutzen, das ist 1,30. Wenn Sie 500 nehmen, mal 30 machen, haben Sie eine Kaufkraft von 15.000 Euro. Haben Sie mich verstanden? Ja, aber ich frage, eine Kraft von 15.000 Euro. Ja, aber wo kommt das plötzlich her? Das ist ja Geld, das ist ja real physisch gar nicht vorhanden. Wie kann das funktionieren? Wie gesagt, diese 15.000 Euro haben Sie nicht. Das ist nur eine Kraft, die Sie haben von diesem Geld, damit Sie eine Investition, eine größere Handelsposition eröffnen können. Verstehen Sie mich? Das heißt, das ist quasi, also keine Kaufkraft. Da würde ich quasi ins Minus gehen mit meinem Konto. Verstehen Sie? Nein, da können Sie nicht ins Minus gehen. Verstehen Sie mich? Gut. Das ist eine virtuelle Kaufkraft. Verstehen Sie mich? Das sind wie die Goldstücke in World of Warcraft. Kann ich ihm nicht sagen, denn World of Warcraft spiele ich nicht. Aber es ist so vergleichbar mit einer Spielwährung. Als Spiel können Sie das nicht vergleichen, denn ein Hebel ist eine Kaufkraft, eine virtuelle Kaufkraft, ja, damit Sie eine größere Handelsposition eröffnen können. Und das ist alles. Mehr Mathematik hat das nicht, ja. Das ist ganz einfach zu verstehen, dass Sie 1 zu 30 haben, damit Sie eine größere Handelsposition eröffnen können mit dieser virtuellen Kaufkraft. Und was passiert, eine 30-fache Kraft. Aber was passiert, mal angenommen, ich gewinne oder verliere dann mit dieser Kraft? Habe ich dann so viel mehr oder so viel weniger hinterher? Sie haben 500 investiert, diese Kaufkraft haben Sie genutzt, um zum Beispiel 200 Euro potenziellen Profit zu machen. Diese 200 Euro gehen auf diesen, geht auf ihr Handelskonto, ja? Verstehen Sie mich? 200 ist Ihr Profit. Das ist nur virtuelle Kaufkraft als 15.000, das ich Ihnen durch ein Beispiel genannt habe, ja? Darum haben Sie später den Fachexperten, dem das nochmal mehr erklärt und sagt, wie Sie das nutzen, ja? Verstehen Sie mich? Das wird nicht Ihren, die können nicht ins Minus gehen und oder das kann nicht Ihren, wie gesagt, Ihre Investition ändern, wie gesagt. Ja, das ist gut, aber eine 30-fache Kaufkraft hört sich natürlich sehr verlockend an. Da könnte man glatt den Verlust der Ölgebiete im Osten verschmerzen. 30-fache virtuelle Kaufkraft, sagen wir mal so, ja? Das habe ich verstanden. Ich habe jetzt mal auf Weiter gedrückt. Sie haben das so sehr freundlich erklärt. Vielen Dank. Kein Problem. So, jetzt haben Sie das nächste, wo steht, sollte stehen Arbeitsverhältnis. Bei der Arbeitsverhältnis vermute ich mal, sind Sie selbstständig als Tontechniker? Das ist richtig. Bei da können Sie einfach auch selbstständig auswählen, ja? Ja. So, bei Name des Arbeitgebers können Sie einfach 1, 2, 3, 4 eintippen, ja? Ich habe, sage ich ja mal, auch einen Firmennamen. Soll ich den da vermerken? Müssen Sie nicht machen, wenn Sie das nicht da eintragen möchten. Ja, doch, wie gesagt, darum habe ich nur gesagt, dass Sie 1, 2, 3, 4. Das ist ja meine Firma. Okay, wenn Sie das möchten, gucken Sie das rein. Können Sie Ihre Firma eintippen?
Das ist erledigt. Okay, dann haben wir das nächste, Industrie. Bei der Industrie, wenn Sie da anklicken, sollten Sie eine große Liste sehen. In dieser Liste können Sie das letzte zum Beispiel auswählen. Sonstig ist das, Sie das nicht, Sie müssen das nicht die ganze Liste durchlesen, damit Sie in der Industrie einfach finden. Wenn Sie das finden, können Sie anklicken, aber ich habe nur die einfache Lösung gesagt. Na, ich habe hier direkt ein Kreativ und Medien gefunden, da würde ich sagen, das passt auch sehr, sehr trefflich. Super, super, noch besser. So, das nächste, was wir haben, ist Jahreseinkommen. Jahreseinkommen müssen Sie nicht genau Ihr Jahreseinkommen ausrechnen, das da anklicken. Ich sage immer, dass Sie einfach den Durchschnitt in Deutschland nehmen. Das ist die vorletzte Antwort zwischen 15 und 50.000. Einfach können Sie nehmen, ja? Ja, habe ich verstanden. Okay, das nächste, was wir haben, ist Nettovermögen. Bei Nettovermögen können Sie die gleiche Antwort anklicken. Verstehen Sie mich? Bezieht sich das Vermögen auf verfügbares Spargeld oder auch auf Fahrzeuge, Immobilien und dergleichen? Auf Anlagevermögen? Nochmal bitte? Das geschätzte Nettovermögen bezieht sich allein auf Barmittel oder auch auf Anlagegüter? Kann ich Ihnen nicht sagen, es ist Ihr persönliches Nettovermögen. Kann ich Ihnen das, nur das kann ich Ihnen sagen. In geschätzten Euro, ja? Nun gut. Wenn Sie das anklicken, dasselbe, das Jahrestag, verstehen Sie mich? Kann ich jetzt nicht in Detail das durchgehen, denn ich habe diesen Fragebogen auch selber nicht kreiert, ja? Das nächste, was Sie haben, ist Herkunft des Vermögens, können Sie Arbeitseinkommen ankreuzen, ja? Ja. Sind Sie noch bei mir? Ja, ich bin noch da. Das nächste, was Sie haben, ist herkommende Geldmittel, können Sie Arbeitseinkommen nochmal ankreuzen. Das sage ich immer, das ist die gleiche Frage, nur anders formuliert. Verstehen Sie mich? Ich verstehe. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Genau das meinte ich. Okay. So, das nächste, was Sie haben, ist... Okay, dann haben wir Investitionsbetrag, können Sie weniger als 50.000 auswählen einfach, ja? Gibt es denn Personen, die da 500.000 Euro investieren? Gibt es. Es gibt Leute, die da viel mehr investieren möchten, ja. Nochmal? Ich sagte, ich bin beeindruckt. Das sind ja enorme Geldsummen. Leute möchten einfach Geld investieren, ja. Verstehen Sie mich? Es gibt viele Leute, die einfach das ausprobieren möchten, dass sie das zuerst mal mit einer kleineren Summe machen und das später mit größeren Summen. Natürlich. Das hängt von den Klienten ab, ja. Darum haben wir diese Summen da, die da stehen, denn es gibt Leute, die viel mehr investieren möchten und einfach können sie weniger als 50.000 investieren, denn sie starten mit einem kleineren Betrag. Logisch auch, ja. Ja, natürlich. Bin jetzt ja auch kein Millionär, sonst werde ich das wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ja, weil wenn sie Millionär sind, machen sie eine andere Investition oder investieren einfach etwas anderes, aber... Dann würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen Posten in der Politik kaufen und hätte dann ausgesorgt. Aber ich mag meine Arbeit, ich möchte gar nicht unabhängig sein davon. Zum Beispiel, ich mag die Politik nicht, darum möchte ich mit Politik nichts zu tun haben. Ja? Das ist auch das Beste, was ich machen kann. Sag mal, Anfragen von Parteien lehnen wir in der Firma zum Beispiel generell ab. Wenn es dann darum geht, zum Beispiel die Wahlwerbung, wir haben jetzt ja dann wieder die Bundestagswahlen, die bieten einem ja Unsummen dafür, dass sie, sag ich mal, dann die Tontechnik für die Parteiwerbespots übernehmen, weil da geht es ja wirklich im Endeffekt darum, wer die Kanzlerschaft stellt. Aber ich sag mal, bei mir ist es die Grundsätze der Firma, wir sind so neutral wie die Schweiz. Und das heißt, wir nehmen keine politischen, keine religiösen Anfragen an, sondern wir arbeiten rein für das Volk. So haben wir uns das ausgedacht. Okay, verstehe ich. Habe ich verstanden. Sagen Sie mir bitte, dass das nächste, was wir jetzt sehen, ist Herkunft und Ziel der eingegebenen Gelder. Das ist einfach eine Zahlungsmethode, die Sie nutzen können. Ich habe Sie vorher gefragt, möchten Sie das zum Beispiel mit einer Kreditkarte oder PayPal einzahlen? Das wäre am schnellsten durch. Haben Sie eine Visa oder Mastercard zufällig jetzt? Ja doch, die Karte von der Firma läuft über die Mastercard. Das ist kein Problem. Können Sie Kreditkarte ankreuzen. Ja? Das nächste, was Sie haben, ist, was ist das Zweck dieses Handelskontos? Können Sie Sonstiges ankreuzen, ja? Damit Sie auch flexibel bleiben. Was heißt denn da? Ganz oben steht, um CFDS zu handeln. Was bedeutet das? CFDs zu handeln bedeutet, dass es Contract for Difference. Das bedeutet, dass Sie mit der Preisdifferenz handeln, von zum Beispiel Aktien oder
Kryptowährungen oder so in der Nähe. Verstehen Sie mich? Nicht wirklich. Haben Sie da mal ein Beispiel für mich? Ich erkläre Ihnen das. So. Kann ich machen. So. Preisdifferenzhandel bedeutet, ja, wenn Sie eine Handelsposition aufmachen, verstehen Sie mich, auf eine Summe. Ja. Ja? Nehmen wir mal an. Und diese Aktie, nehmen wir mal an, oder etwas anderes, springt nach oben. Ja. Und Sie schließen die auf eine andere Summe. Diese Preisdifferenz und diese Mitte zwischen offenen Position und geschlossenen Position ist Ihr potenzieller Profit. Verstehen Sie mich? Ich verstehe. Darum heißt das Preisdifferenz. Ich würde quasi zu einem günstigen Kurs einkaufen, zu einem teuren verkaufen. Und der Unterschied zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis ist mein Profit. Das habe ich ihm erklärt. Darum können Sie auch das Wunderbar. Sonstiges anklicken, damit Sie einfach flexibel bleiben. Ja, natürlich. Flexibilität so, ist sehr wichtig. Das Nächste, das wir haben... ja, genau. Im Leben auch, wie auch bei der Arbeit, immer flexibel sein und alles wissen ist am besten. Ja? Absolut. So, das Nächste, was wir haben, ist zielende Geldmittel. Sie sind ein deutscher Bürger, vermute ich mal. Darum können Sie da das auch in der Liste Deutschen finden, bitte. Ja? Da steht tatsächlich als Zielland der Heilige Stuhl. Das ist ja interessant. Sind Sie eine meldepflichtige Person in den USA? Nein. Wer ist denn problematisch? Dürfen US-Bürger nicht bei Ihnen mitarbeiten? Mit der USA ist das Problem, denn in USA ist Online-Handel so auf einer Plattform verboten. Ja? Ah, ich verstehe. Und USA-Bürger und mit denen einen Reisepass haben, dürfen nicht wegen deutschen Gesetzen auch und anderen Gesetzen nicht auf dieser Plattform handeln. Darum ist diese Frage sehr wichtig auch. Ja. Ja. Nein, keine Sorge, ich bin Deutscher. Dann können Sie dann Nein ankreuzen. Es hat mich nur interessiert, das ist ja doch alles sehr interessant, wie diese Internetgeschichten alle funktionieren. Wie gesagt, in Amerika ist das verboten, wie Sie auch. Kann ich ihm jetzt nicht genau sagen, wieso das. Das habe ich jetzt auch nicht nachgefragt, das ist ja schon in Ordnung. Andere Länder, andere Sitten. Jedes Volk ist seines Glückes Schmied. Okay, das nächste, was wir haben, ist steuerlicher Wohnsitz. Nochmal in der Liste können Sie Deutschland finden, die Sie zahlen auch Steuern. Ja, in Deutschland, darum können Sie Deutschland auch auswählen. Das habe ich schon ausgewählt. Jetzt steht darunter, da wird nach einer TIN-SNI-Nummer gefragt. Was soll das bedeuten? TIN-SNI-Nummer ist eine Steuernummer, die jeder Bürger in jedem Land hat. Ach, die Sozialversicherungsnummer. Sie müssen da nicht jetzt diese Nummer eintippen, das können Sie immer später machen. Darum tippen Sie da 11-mal die 1 da, damit wir das nicht leer lassen, bitte. 11-mal die 1 eintragen. 11-mal die 1, ja genau. Wenn wir jetzt schon von Steuernummern sprechen, ist das Einkommen, das ich bei Ihnen so potenziell generieren kann, dann steuerpflichtig in der Reichshauptstadt Berlin? Gute Frage. So, Sie sind bis 10.000 Euro steuerfrei. Und alles unter 10.000 Euro potenziellen Profiten müssen Sie nicht versteuern. Verstehen Sie mich? Alles über 10.000 Euro müssen Sie versteuern. Das ist auch logisch so, denn wir verfolgen auch das deutsche Gesetz. Alles unter 10.000 Euro ist steuerfrei, damit Sie davon das wissen. Ja? Das ist gut. So, 11-mal die 1 haben Sie eingetippt. Das habe ich eingetragen, ja? Natürlich. Okay, dann das nächste, was Sie haben, sind Sie eine politisch exponierte Person? Nein. Okay, dann können Sie Nein ankreuzen und dann auf nächste Seite anklicken. Da halte ich das ja genau wie Sie. Von der Politik hält man sich am besten fern, die korrumpierten, zerstörten Menschen, Familien, Nationen, Völker. Ja, genau. Ja, das sage ich auch immer so. Darum habe ich keinen Kontakt mit Politik zu tun. Brauche ich auch nicht. Ich lebe mein eigenes Leben und lasse die Finger davon. Dürfte so, ein Politiker denn auch hier nicht mitmachen? Oder wie wird diese Frage gestellt? Leider nicht. Denn alles, was mit der Politik zu tun hat, hat einen Einfluss selber an die ganze Börse oder so etwas in der Nähe. Darum Politiker und politisch exponierte Personen dürfen wir nicht qualifizieren. Logisch auch. Ich verstehe, das ist so interessant. So, sagen Sie mir, haben Sie auf nächste Seite geklickt, wo wir jetzt zu der letzten Seite kommen?
Ja, da bin ich. Das nächste, was wir haben, wie hoch war der ungefähre Betrag, den Sie in den letzten 5 Jahren investiert haben? Zum Beispiel bei unserem Unternehmen haben Sie nie investiert. Können Sie Richtig. bitte da anklicken? Ich habe noch nie investiert. Ja? Richtig. Das nächste, was wir haben, ist Bildung. Bei der Bildung können Sie das alles durchlesen und sehen, ob Sie Ihre Bildung finden. Mein Rat ist, damit Sie jetzt nicht die Zeit verlieren, können Sie einfach auf keine der oben genannten Optionen klicken. Aber wenn Sie möchten, können Sie Ihre Bildung da finden einfach. Ja? Ich vertraue Ihnen da, Sie machen das schon richtig. Okay, wie Sie möchten, wie gesagt. Können wir jetzt weitergehen, ja? Ja. Das nächste, was wir haben, ist eine Beispielsfrage für diesen Hebel, das ich ihm auch vorher erklärt habe. So, Sie haben eine Handelsposition eröffnet von 100.000 Einheiten zum Beispiel, ja? Ja. Und Sie nutzen diesen Hebel von 1 zu 30. Jetzt sage ich ihm, was die richtige Antwort ist, damit ich ihm das damit ich ihm das auch erklären kann. Die richtige Antwort ist die erste 3.333,33 €. Wieso? Logisch, wenn Sie diese Summe mal 30 machen, ergibt das ungefähr 100.000 Einheiten. Darum ist das eine mathematische Frage, nur dass Sie ungefähr das sehen, wie das alles einfach ist mit dem Hebel. Verstehen Sie sich? Jawohl. Okay, wenn Sie die erste Antwort genommen haben, können wir weitergehen, wo die nächste Frage ist: Was bedeutet ausbörslicher Handel? So, ausbörslicher Handel bedeutet, dass zwischen Ihnen und Europafix, diese Plattform, wo Sie jetzt handeln, eine Direktverbindung besteht, ohne einen Umweg oder einen anderen Vermittler oder Markt oder Börse oder ETF zu handeln. Ja? Das ist eine Direktverbindung, darum können Sie die erste Antwort auch nehmen. Bitte, ja? Verstanden. Das nächste, was Sie haben, ist, Sie haben zum Beispiel ein Geschäft eröffnet und am nächsten Tag hat sich der Markt gegen Sie bewegt. Wenn sich etwas gegen Sie bewegt, ganz einfach ist das, der Kontostand ist gesunken. Ich weiß, dass diese Frage wirklich einfach ist, aber wir müssen das durchkommen. Tut mir leid. Ja? Darum nehmen Sie die erste Antwort. Das ist schon in Ordnung. Sie sagen mir, was ich machen soll, und dann mache ich das. Kein Problem. Wie gesagt, muss ich Ihnen das auch erklären. Ich kann ihm auch die nächste Frage durchlesen. Wenn Sie den Stop-Loss-Order platzieren, was wird wahrscheinlich ja passieren? Was ist das? Stop-Loss ist eine, ich erkläre Ihnen das. So, Stop-Loss ist eine manuelle Einstellung, so gesagt eine Verlustgrenze, die Sie auch später mit den Fachexperten erklären kann. Das haben Sie immer auf Ihr Handelskonto. Das ist eine Grenze, die Sie auf Ihre Handelsposition setzen können. Ja, das Wort sagt Ihnen selber, was das bedeutet, aber darum haben wir den Fachexperten, dem das in Details nochmal erklärt, wie Sie das platzieren und wie das funktioniert. Mein Job ist Verstehe. ihm, das nur zu sagen, dass das eine Verlustgrenze ist, und das erklärt ihm später der Fachexperte. Wie gesagt, das haben Sie immer auf Ihr Handelskonto, das können Sie immer nutzen, das steht da bei Ihnen. Da können Sie zum Gut. Beispiel die erste bitte Antwort nehmen, ja? Jawohl. Habe ich getan. Wie befohlen. Das nächste, was wir sehen, ist, welche der folgenden Aussagen bezüglich CFD-Handel ist richtig? CFDs sind, wie gesagt, Contract for Difference. Ja, das bedeutet, dass sie mit der Preisdifferenz handeln. Das habe ich Ihnen vorher auch erklärt. Richtig. Jetzt haben wir gerade eine Störung in der Leitung. Sind Sie noch da? Junger Mann, sind Sie noch am Apparat? Junger Mann, ich kann Sie nicht mehr hören, wenn Sie noch am Telefon sind. Sind Sie noch bei mir? Scheint irgendwas mit der Leitung zu sein bei Ihnen. So, mir wird, falls Ihnen das hilft, bei mir wird die Verbindung noch als aktiv im Display angezeigt. Vielleicht können Sie auf Ihrer Seite mal überprüfen, ob sich da ein Stecker gelöscht hat oder dergleichen. Ansonsten bitte ich Sie einfach nochmal neu anzurufen. Kann sie nach wie vor nicht hören. Würden Sie bitte einmal neu anrufen? Sind Sie so nett?
Ich will mir die ganze Arbeit jetzt nicht umsonst gemacht haben. Hallo? Jetzt kann ich Sie wieder hören. Ich kann Sie nicht hören, Herr Schmidt. Ich kann Sie hören. Sind Sie bei mir? Genau. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, ja. Können Sie mich hören? Hallo? Junger Mann. Das gibt's doch nicht. Er ruft nochmal wieder an. Hallo? Können Sie mich jetzt wieder hören? Können Sie mich hören jetzt? Ich kann Sie hören. Ich kann Sie nicht hören, Herr Schmidt. Das gibt's doch nicht. Ich kann Sie hören. Hören Sie was? Herr Schmidt? Ich kann Sie hören. Junger Freund, sind Sie noch bei mir? Jetzt hat er wieder aufgelegt. Hä? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Er ruft wieder an. Hallo. Hallo. Können Sie mich hören? Junger Freund, hallo. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Ja, das Telefon mal schnell neu. Ja, schließen und dann ganz schnell wieder. Mal den Bot raus und wieder rein, das hilft bei mir manchmal. Das wird ein wahnsinniges Geschneide, bis ich das wieder hin hab. So, ich hoffe, er ruft ja an. Das hat, glaube ich, wieder. Das bekommen haben. Junger Freund! Hallo? Hören Sie mich jetzt? Ich kann Sie hören. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie auch hören, ja? Ach. Was war denn das Problem? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte Sie plötzlich nicht mehr hören. Dann waren Sie am Telefon und konnten scheinbar mich nicht mehr hören. Und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Habe ich Sie nicht gehört. Super. Dann können wir alles jetzt fertig machen. So. Sagen Sie mir bitte, haben Sie die Frage beantwortet, welche der folgenden Aussagen bezüglich CB-Handels ist richtig? Nein, da sind wir unterbrochen worden, das ist noch offen. Da können Sie, CFD sind komplexe Finanzprodukte ausfinden, wie jetzt, wenn wir jetzt mit diesen CFDs noch mehr in Details gehen würden, das auch ein bisschen komplex sein. Darum können Sie auch da die zweite Antwort ausfinden. Bitte, ja? Ich dachte ja schon, Sie hätten aufgelegt, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Nein, dann habe ich nicht. Ich habe sie nur nicht mehr gehört und dann habe ich sie 2-3 Mal angerufen und da war kein Ton da. Und dann, jetzt sind sie sich gemeldet und da, das ist jetzt super und dann können wir das alles fertig machen. Ja, das ist sehr seltsam, weil ich konnte sie die ganze Zeit hören, aber sie konnten mich scheinbar nicht mehr hören. Nein, kein Ton habe ich gehört, seltsam. Wirklich. So, haben Sie die zweite Antwort genommen, ja? Ja, das habe ich getan. So, das nächste, was Sie haben, würden Sie sich fühlen, wenn Sie den angezahlten kapitalistischen Handel verlieren würden? Ist das denn möglich? Sie müssen eine Sache schauen Sie mal. Sie müssen eine Sache verstehen. Als erwachsene Menschen müssen wir einfach immer ein Risiko verstehen, das wir im Leben haben. Ja, ich als erwachsener Mensch verstehe das. Sie als erwachsener Mensch verstehen das auch. Die erste Antwort können Sie nehmen, und dann können wir direkt weitergehen zu der letzten Frage, bitte. Ja. Was ist der Haupthandelszweck? Bei der Haupthandelszweck können Sie eine Absicherung nehmen, zum Beispiel. Oder eine Spekulation, können Sie Absicherung nehmen, wenn Sie möchten? Jawohl. Dann können Sie jetzt auf Abschicken, bitte klicken. Ja. Und dann kommen wir zu der letzten Seite, wo steht neue Einzahlung. Bin ich richtig? Das ist richtig. Okay, so. Das erste Feld auf Ihrem PC, das Sie sehen, ist Einzahlen an. Einzahlen an ist Ihre private Handelskontonummer jetzt. Das müssen Sie nicht jetzt aufschreiben, bekommen Sie per E-Mail, lassen Sie die so. Verstanden. Daneben ist der Betrag 1000. 1000 einfach steht da, da können Sie umändern. Ja. Sagen Sie mir jetzt nochmal bitte, mit welchem Betrag müssen Sie jetzt starten? Sie hatten vorhin erwähnt, dass es ab einer Summe von 10.000 diese Kopierfunktion der erfolgreichsten Applikationen in diesem System gibt. Habe ich das richtig in Erinnerung? 10.000 heißt
10.000 heißt Robux. Das bedeutet, dass es ein automatischer Algorithmus ist, dass sie nutzen können, dass sie das einfach als automatische Software auf ihr Handelskonto haben, dass sie für sie Trades eröffnet und schließt. Verstehen Sie mich? Das ist ein Algorithmus, dass sie mit 10.000 Euro bekommen. Würden Sie mir das denn empfehlen aus Ihrer Erfahrung? Selbstverständlich. Für Leute, die für 10.000 Euro denken, dass sie eine Investition machen, selbstverständlich, dass ich sage, dass das für Sie die beste Entscheidung ist, was Sie machen können. Wenn Sie zum Beispiel für 4.000 Euro gedacht haben, eine Investition zu machen, wenn Sie sich das leisten können und die in dieser finanziellen Lage sind, das zu machen, empfehle ich das, ja? Gut, die finanzielle Lage, die ist problemlos. Ich möchte mich nur noch mal informieren. Ich glaube, ich habe nicht so ein hohes Limit auf der Kreditkarte der Firma. Da müsste ich dann auf eine direkte Überweisung zurückgreifen, aber das dürfte ja sicherlich auch kein Problem sein bei Ihnen. Schauen Sie mal, welchen Limit haben Sie denn auf Ihrer Mastercard-Karte? Das müsste ich überprüfen, das weiß ich jetzt schon nicht. Also ich habe mit diesen Summen habe ich noch nicht eingekauft damit. Ich will mich gerade mal kurz einloggen. Ich denke, ich kann das in wenigen Klicks überprüfen. Bei welcher Bank haben Sie denn? Bei welcher Bank sind Sie denn jetzt? Ich bin bei der Berliner Volksbank. Okay, dann sehen wir mal so. Sehen Sie das, was auf Ihrer Karte der Limit ist? Dann sage ich ihm ein Rat, wie viel Sie investieren können. Ja? Am besten einen Betrag zu geben. Sagen Sie mir, gucken Sie, welchen Limit Sie haben, dann gebe ich ihm einen Rat, was Sie investieren. Ich prüfe das gerade. Ich werde noch einen Moment brauchen. Ich habe länger nichts mehr gemacht mit der Karte. Ich muss mich gerade noch einmal rückbesinnen, wie da die Internetformalitäten nochmal geartet sind. Hat man sowas 2 Monate mal nicht in der Hand und dann weiß man seine PIN-Nummer nicht mehr. Kein Problem. Wie gesagt, ich bin da an der Lydia am Telefon. Ich warte auf Sie. Sagen Sie mir nur, welchen Limit Sie haben, dann können wir alles nochmal besprechen. Ja, in aller Ruhe, das kriegen wir sicherlich hin. Und wenn ich das jetzt heute aktiviere, dann kann ich quasi auch heute Nacht schon loslegen, im Prinzip. Und dann muss ich da noch den Rückruf des wie gesagt, was ist der Limit, den Sie haben, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin noch am Arbeiten daran. Und inzwischen stelle ich Ihnen eine Frage, die mich interessiert. Okay. Stellen Sie mir die Frage nochmal. Ich habe Sie nicht verstanden, tut mir leid. Nochmal, Sie haben die Frage nicht verstanden? War das Ihre Antwort? Ich habe es nicht gut gehört, denn ich hab auch geredet, weil Sie geredet haben. Darum habe ich Sie nicht gut gehört. Tut mir leid. Darum können Sie nochmal das wiederholen. Haben wir uns doch tatsächlich überschnitten. Meine Frage ist, wenn wir das gleich jetzt aktiviert haben und einbezahlt haben, ist das Konto dann direkt aktiv oder muss ich auf den Rückruf Ihres Finanzmanagers warten? Das Konto ist direkt aktiv, ja. Aber Sie können es schon starten. Aber ich vorschlage, dass Sie das nicht selber machen, denn der Fachexperte ist ein professioneller Mann, der auf diese Plattform weiß, wie das abgeht. Darum ist er da, damit ihm alles erklären kann, wie Sie das einfach gut starten können. Verstehen Sie, dass Sie jetzt nicht etwas Falsches klicken oder dass Sie einfach vor einem professionellen professionellen Kollegen, der Fachexperte, dem alles nochmal erklären kann. So. Wie lange dauert das denn in etwa, kontaktiert werde? Wie lange dauert das, bis ich da mit jemandem sprechen kann? Wir können sofort für morgen früh ab 11 Uhr einen Anruf, einen Termin machen, ja? Ab 11 Uhr wäre es schön, wenn Sie 14.30 Uhr vermerken würden. Vorher bin ich noch in einer Aufnahme. Wie gesagt, wir können auf diese Termine reden, sobald die Einzahlung durchkommt, ja? Das ist kein Problem. Dann kann ich ihm die Termine geben. Kein Problem. Ich muss hier auf meiner Seite einmal vermerken, dass ich das nicht vergesse. So, wenn ich das hier richtig überschaue, das sind sehr umfangreiche Informationen, dann habe ich ein Limit von 25.000 auf der Firmenkreditkarte. Okay, für 25.000 haben Sie ein Limit. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Möchten Sie das versuchen mit diesem Robux-Algorithmus? Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Da haben Sie ja schon gesagt, das ist empfehlenswert. Und Sie sagten,
Sobald ich weiß, wie hoch mein Limit liegt, könnten Sie mir einen gearteten Vorschlag machen. Darauf hätte ich jetzt sehr gerne zurückkommen. Dann habe ich jemand Rat gegeben. Okay. Dann rat es, dass wir jetzt versuchen, eine Einzahlung von 10.000 Dollar zu machen. Gut. Wo wir jetzt 1.000 löschen und Sie können 10.000 eintippen. Ohne Punkt, ohne Komma. Ach so, ich habe versucht, das mit Punkten zu tippen. Gut, dann drücke ich jetzt auf Absenden. Nein, nein, ohne Punkt, ohne Komma, ganz einfach 10.000. Ja. Dann klicken Sie auf Absenden. Jawohl. Dann sollten Sie sofort eine Maske sehen für die Kreditkarte, ja? Sehen Sie jetzt, das erste Feld ist da Card Number. Ich bekomme hier ein Feld mit roter Schrift angezeigt. Da steht, wir konnten mit dieser Transaktion nicht fortfahren. Bitte versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie die Unterstützung für weitere Informationen. Das sehen Sie, weil Sie ein etwas Falsches geklickt haben bei der Frage, bei dem Fragebogen, denn Sie haben etwas falsch geklickt, wo wir das nicht weiter fortfahren können. Tut mir leid. Oh, habe ich mich verklickt? Da, bei der vorletzten Antwort habe ich ihm gesagt, dass Sie die erste Antwort nehmen und bei der letzten Antwort habe ich ihm gesagt, dass Sie Absicherung klicken können. Und Sie haben etwas Falsches geklickt. Oh, dann müssen wir das eben nochmal ändern. Nicht weiter fortfahren. Können wir leider nicht ändern, denn Sie haben etwas Falsches geklickt. Tut mir leid. Ja, das kann ja nicht sein. Also ich habe hier seitlich in Ihrem Menü gefunden, da ist der Menüpunkt Fragebogen. Da kann man das doch sicher noch einmal abändern. Ansonsten machen wir das nochmal eben neu. Das ist ja wenn das abgibt. Wenn Sie das abgesendet haben, ist das abgesendet und kann ich leider nicht ändern. Tut mir leid. Denn ich habe Ihnen deutlich gesagt, klicken Sie auf die zweite oder erste Antwort, dass Sie Risiko verstehen als ein erwachsener Mann. Und bei der letzten Antwort habe ich ihm Absicherung der Spekulation gesagt. Das war deutlich gesagt und Sie haben das nicht geklickt. Ja, glaubst. Wenn Sie das nicht geklickt haben und dann auf Abschicken. Glaubst du, kleiner Vollidiot, tatsächlich, dass ich dir 10.000 Euro gebe, du kleiner Betrüger, kommst ins Gefängnis und die Gestapo kommt dich abholen. Ich hab doch gewusst, darum habe ich so mit Ihnen auch geredet. Ja, wissen Sie was, wir können mit anderen Leuten so reden. Ja? Du bist ein kleines Tontechniker. Du bist so ein kleiner Tontechniker, ja? Was bist du für ein ehrenloser Hund? Du unterhaltest dich eine Stunde lang mit einer Person, die spricht wie Adolf Hitler. Wie kann man so dumm sein? Er hat schon aufgelegt.